Hundstage, scheiße, Mann. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Herrchen finden. Ja, ich... Also, zweifelsohne unangenehme Begegnung. Ich hebe die Zigarette, auf die Magnus fallen gelassen hat, nehme den tiefen und reiche ihn die dann wieder rüber. Ja, danke, habe ich gerade gebraucht. Nicht nur du. Dinger haben ganz schön... Ich bin ganz außer Atem. Lange nicht mehr solche hässlichen Köder gesehen. Sehen wir uns an, weswegen wir gekommen sind, und dann sollten wir zügig diesen Ort verlassen. Nicht, dass er noch weitere auf den Plan gerufen hat. Ich glaube, wir müssen da irgendwie rein. Ich deute mal auf das Tor mit den, ja, mit der Leiche obendrauf. Naja, dann... Wir sehen uns die Leiche erstmal an, denke ich. Was hat ihn denn überhaupt da hochgebracht? Irgendwas muss ihn hierher geschliffen haben und dort oben aufgeführt. Und die Hunde waren sie bestimmt nicht. Sieht der irgendwie... Hat der weitere Verletzungen außer der, die er hat? Also der, die ihn umgebracht hat. Hat ihn das überhaupt umgebracht? Oder war er schon tot, bevor er hier platziert worden ist? Oder war er noch am Leben und irgendwas anderes hat ihn gekillt? Okay, lass mich überlegen. Ich denke, es erfordert keinen Würfelwurf, weil ich wüsste nicht, was negative Konsequenzen wären, wenn, naja, ihr es halt nicht kapiert. Der Mann ist recht anständig gekleidet. Also so ein Händler, würdet ihr sagen. Schicke Manschettenknöpfe übrigens. Und er sieht aus wie ein klassisches Opfer von einem Lynchmob. Also diese Löcher da in seinem Bauch, also das ist nicht von jemandem, der professionell mit einer Waffe umgeht. Also ist auch nichts, was eure Waffen hier anrichten würden. Eher so Kategorie Küchenmesser, aber davon viele. Ah, eine gute Messerstecherei, ich hab's euch doch gesagt. Nicht das, was wir jetzt gerade brauchen. Das wird uns die Arbeit erschweren. Oh, schaut mal, die Knöpfe, die er hat, die gefallen mir gut. Ich würde ihm gerne die Manschettenknöpfe abnehmen. Das kannst du tun. Ich will auch einen davon. Hier, gib mir den rechten, du nimmst den linken. Alles klar. Ich schaue währenddessen mal, ob dieses Tor aufgeht. Moment noch. Auf den Manschettenknöpfen könnt ihr ein Stadtwappen sehen. Und es ist nicht das von Helivir. So viel könnt ihr sagen. Oh, schau mal, ist das von Darkdale upon Witchhill? Weißt du was, du kannst auch beide haben. Ich will hier nicht. Ja. Na gut, sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde die Manschettenknöpfe mal anlegen, sofern ich das kann. Ja, das sind Manschettenknöpfe, müssen die nicht angenäht werden? Komm. Die erfordern so ein kleines Löchlein im Hemdsärmel. Ich weiß. Ach so. Ach so. Ich erkläre es ja deswegen auch Daru und nicht dir. Ah. Vielleicht hast du ja so ein Nasenpiercing-Löcher und kannst du dir da... Nein, ich weiß nicht, mit seiner gewaltsamen Vergangenheit bohrt er sich vielleicht einfach ein Loch in seine Ärmel. Ja, vermutlich. In meine Handschuhe oben. Okay, alles klar. Zurück zu Baldrick. Baldrick, du kannst die Klinke herunterdrücken. Das Tor in den Innenhof schwingt auch auf. Die Leiche macht es ein bisschen schwierig, denn wie alles hier ist dieses Tor relativ hoch. Dafür ist der Durchgang nur sehr schmal, aber man kann sich gerade so dran vorbeizwängen. Und du siehst im Hinterhof wieder mehrere Haustüren weggehen und bei einer brennt tatsächlich Licht. Geh da mal dort. Vielleicht ist noch jemand am Leben. Weiß jemand von euch, was das für ein Wappen ist? Sieht ja ganz schick aus. Scheint nicht das Lokale zu sein. Zumindest ist es nicht dasselbe wie auf den Kanaldeckeln. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Wow. Ja, gut, dass es dir gesagt hat. Ja. Bevor ihr euch dem Licht zuwendet, müssen wir noch über Insights... Geht nicht ins Licht! Müssen wir noch über Insights reden. Und zwar ist das eine der Sachen, die mir bei dem System nicht so ganz klar sind. Ich gebe euch Insight für die Untersuchung der Leiche und für die Erkenntnis, dass die Hunde untot sind. Aber die Frage ist, wer kriegt diese Insight? Also ist die Erkenntnis, dass die Hunde untot sind, wirklich eine Insight? Ich meine, hätten wir die irgendwie nicht kriegen können? Naja, ihr habt sie getötet, das ist hier die Leistung. Dann kriegen wir sie alle, dann wären alle daran beteiligt.
Okay, dann darf sich jeder ein Insight für die Tötung der untoten Hunde aufschreiben. Und ich weiß nicht, Baldrick war der Erste beim Leiche untersuchen oder protestiert jemand? Aber Baldrick hat nicht die... Warte, was ist an der Leiche die wichtige Erkenntnis hier? Weil Baldrick hat nicht die Manschettenknöpfe untersucht. Das stimmt. Baldrick hat er mehr mit... mein Kollege geht nicht, mehr mit Sven. Hat er mehr mit dem Blick eines Mediziners drauf geschaut. Das stimmt. Die Erkenntnis ist zweiteilig. Ich denke, sowohl Baldrick als auch Magnus kriegen einen Insight, aber aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Und zwar Baldrick für die Erkenntnis, hier ist ein wütender Mob unterwegs. Und Magnus für die Erkenntnis, offenbar ist der wütende Mob hinter Fremden her. Wie euch! Weißt du was? Ich höre Kram kurz in meiner Tasche und ziehe meine Geister, also meine Spirit Bell, hervor. Mhm. Und läute sie über dem Leichnam, um seinen Geist herbeizurufen. Oh, interessant. Ich gebe allerdings nur einen Insight aus. Du hast auch nicht mehr. Ich habe zwei. Er hat jetzt zwei. Baldrick steht in dem dunklen Durchgang und läutet seine Geisterglocke in Richtung der Leiche. Und aus der Leiche heraus löst sich eine bleiche Gestalt, die ein klein wenig traumatisiert aussieht. Also der Händler, als den ihr ihn identifiziert habt, ist so ein typischer Pfeffersack. Also jemand, der ein gutes Leben geführt hat, nicht so abgemagert wie die Hunde. Er steht jetzt neben dir in dem dunklen Durchgang und sieht sich sehr verwirrt um. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Wir haben viel für uns. Beantwortet mir eine Frage. Und dann zeigt Waldig mit der Glocke auf den in diesen Hinterhof, wo die Türen und die Fenster sind, wo das andere noch Licht brennt. Was geht hier wirklich vor sich? Hier? In diesem Hof? Hier, in diesem Haus. Da wohnt eine junge Mutter mit ihrem Sohn. Leben dort. Leben? Präsenz? Ich nehme es an. Aber ich bin nicht sicher. In der Stadt sind alle verrückt geworden. Sie haben sich zusammengerottet. Und... Hielt uns auf. Ich weiß nicht mal, was ihr Ziel war. Ich habe ihnen nichts getan. Aber sie haben mich... Er fasst sich an die heraushängenden Eingeweiden. Sie haben mich... Der falsche Mann am falschen Ort. Macht nicht immer einen Unterschied. Modig schlägt die Glocke noch einmal und entlässt den Geist in... Wo auch immer Geister hingehen. Die Geisterbahn. Ich bin dafür, dass Terra sofort einen Punkt Schaden kriegt. Nein. Nicht sein Charakter. Terra. Direkt. Ja, baut sie ihm nach oben und tritt ihm in die Eier. Nächstes Mal spielen wir mit Elektroschock-Halsbändern. Mutigana, aber das Gemma ja nicht schon welche zu Hause hat. Gut, der Geist wusste leider nicht so viel, aber er hat euch gesagt, wer in dem Haus wohnt. Mutter sagte, Benzos fährt sich mal mit der Hand durch die Brusthaare, um die ein wenig aufzurichten. Dann sagte, sie leben, nicht sie lebten. Sollten der Sache nachgehen. Naja, dadurch, dass sie einen Sohn hat, hat sie eine angreifbare Stelle. Sie wird ihr Kind bestimmt lieben. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Jede Frau hat eine angreifbare Stelle. Man muss ihrem Mann zulächeln. Ich rolle mit den Augen und gehe auf den erleuchteten Eingang. Durchgang wie auch immer zu. Ja, wenn du als Erster gehst, dann bist du auch der Erste, der ein ersticktes und es bricht aber sofort wieder ab und du meinst, du hättest eine Bewegung hinter dem zugenagelten Fenster neben der Tür gesehen? Hat schon niemand zu sein. Seht mal nach. Soll ich das Fenster aufbrechen? Sogar mit den Schultern? Ich breche das Fenster auf. Hey. Sollten wir erstmal reden versuchen, wenn es heißt, sie lebt noch. Ich habe eine vielleicht etwas riskante Idee, aber sie könnte funktionieren. Ich gehe jetzt einfach zur Tür und klopfe. Alles klar. Ich glaube nicht,
dass das funktioniert. Aber ich bin da, falls ihr das Fenster aufgebrochen wollt. Oder die Tür. Ich würde mich dann etwas zurückhalten, weil mir das Ganze suspekt vorkommt. Ja, ich rieche nochmal an mir selbst. Und wenn ich mit dem Geruch zufrieden bin, trete ich an die Tür und klopfe dreimal. Du klopfst an die Tür. Du siehst auch, dass in der Tür ein Briefschlitz ist mit so einer Klappe, die man anheben kann. Und du hörst ein leises Knurren von einem offensichtlich sehr viel kleineren Tier als die Biester, die euch auf der Straße angegriffen haben. Und dann eine verzagte Stimme. Wer ist da? Ich bin Zensus. Willst du mir vielleicht mal die Tür aufmachen? Ich tue dir nichts, ich verspreche es dir. Ich bin keiner von diesen Rauflustigen hier. Ihr hattet hier ein kleines Sonderproblem, wir haben uns drum gekümmert. Mama hat gesagt, ich darf niemanden aufmachen. Aber ich bin ja auch nicht niemand, ich habe mich doch gerade vorgestellt. Ich bin Zensus, wir kennen uns doch. Wir sind nicht fremd. Wie ist dein Name? Schweigen. Du darfst mir einen Resolve-Wurf geben, um zu schauen, ob du was aus dem Kind herausbekommst. Die Konsequenz hier, das Kind geht weg und ignoriert dich? Die Konsequenz ist, denke ich, you lose this opportunity. Ja, sag ich ja. Wir schauen wir einmal zu hier Attires, die Cloves. Und zwar, wenn ich das ausgebe, wie habe ich die Möglichkeit, den Punkt wiederzukriegen? Gar nicht. Indem du die Nacht überlebst. Im Workshop. Nein, da kriegst du normale Armor wieder, nicht deine Special Armor. Genau, richtig. Ja, okay. Dann leider nicht. Dann schauen wir mal, ob es ohne klappt. Du kriegst es natürlich wieder, indem du in die Kathedrale gehst und das Herz des Apostels isst. Deine Situation ist kontrolliert, aber dein Effekt ist erstmal limited, weil... Durch eine Tür hindurch. Und sie sieht mich nicht. Seine Mutter hat gesagt, er soll niemanden reinlassen. Und du bist jetzt auch nicht. Da ist die 6. Da ist die 6. Kann ich ihn assisten, indem ich. Achso, er ist schon weg. Okay. Ja, das war ein bisschen schnell. Also, du darfst dich natürlich in die Szene einklinken. Aber. Ich wollte nur vertrauenswürdig aussehen. Ich glaube, das Kind kann euch nicht sehen. Also, ist ein Briefschlitz? Ja, ich würde auch den Briefschlitz öffnen und da einfach mal durchschauen. Erst einmal mit den Augen nach links und rechts, sodass man nur meine Augen sieht. Und wenn ich. Sehe ich dahinter eine kleine Gestalt oder vielleicht auch einen Hund? Du kannst nur sehr schwer was erkennen, denn es ist dunkel in dem Flur. Aber da kauert ein Kind und das hat die Arme um so einen weißen Schoßhund geschlungen und hält ihm offenbar das Maul zu, weil sonst würde das Tier die ganze Zeit bellen. Ja, dann wahrscheinlich haben wir unsere Laternen alle angemacht hier in der Stadt. Möchte ich so neben meinem Gesicht halten, sodass der Schlitz erleuchtet wird und ein wenig zurückgehen, so 10 cm Abstand und da so charmant wie ich kann reinlächeln. Du hast gesagt, ihr habt euch um die Hunde gekümmert. Ja. Schlimme Viecher, nicht wahr? Die wollten uns angreifen und sicherlich auch andere Leute in der Stadt, aber keine Sorge, die greifen niemanden mehr an, die tun niemanden mehr weh. Ja, das ist gut. Mein Hund hat ganz schlimm Angst gehabt vor ihnen, aber das Tor war zum Glück zu und sie konnten nicht rein, aber wir konnten sie hören. Dort auf der Straße. Du hast dich hier drin versteckt, nicht wahr? Warst ganz leise, damit sie dich nicht mitbekommen haben. Das war sehr klug von dir. Aber... Jetzt ist hier draußen, zumindest gerade ist hier draußen nichts mehr, wovor du Angst haben musst. Willst du mir nicht die Tür aufmachen? Nein, ich möchte nicht die Tür aufmachen. Mama ist nicht da. Und sie hat gesagt, ich soll wirklich niemanden reinlassen. Also, nicht mal sie. Also, sie hat gesagt, sie kommt morgen zurück. Und ich soll in der Nacht gar niemanden die Tür aufmachen. Deine Mama will morgen zurückkommen. Weißt du denn, wo sie ist? Oder was sie vorhat? Die ist bei der Kathedrale. Bei der Kathedrale?
Hat sie dich hier ganz alleine gelassen? Ach, du armer Bursche. Wenigstens hast du noch deinen Hund. Weißt du... Ich kann auch nicht schlafen. Ich warte, dass sie zurückkommt. Morgen. Oh, das wird sie. Das wird sie ganz bestimmt. Ich hab ihr sogar mein Schmusetuch mitgegeben, damit ihr nichts passiert. Wie sieht denn das aus? Es ist blau. Hier? Ist es nicht eine Giraffe oder ein Elefant oder auch ein Hund, so einer wie du auf dem Arm hast? Es sind bunte Flecken drauf genäht. Aber frag den Bengel doch. Du das wissen? Frag den Bengel doch endlich nach seinem Namen. Junge, wie heißt du? Ich mag dich nicht. Aber er hat mich gefragt, deswegen sage ich ihm meinen Namen. Ich heiße Jonathan. Ach, Jonathan, schön dich kennenzulernen. Hör nicht auf ihn. Er scheint zwar wie eine harte Seele, aber eigentlich ist er ganz lieb innen drin. Du weißt ja, manchmal muss man hart rüberkommen, damit die anderen einen in Ruhe lassen. Naja, wenn du meinst. Aber wenn deine Mama morgen schon zurück sein will, kann die Kathedrale hier gar nicht weit entfernt sein, nicht wahr? Wenn die ebenfalls dorthin wollen, wo müsst ihr da lang? Wenn ihr die Treppe raufgeht, dann könnt ihr es sehen. Die Kathedrale ist auf der anderen Seite der Schlucht. Hat dir deine Mama denn erzählt, was sie dort möchte? Nein, aber sie hat gesagt, dass es ganz wichtig ist. Und sie hat dabei so komisch geklungen. Deswegen glaube ich, dass es irgendwie gefährlich sein könnte. Ja, das glaube ich leider auch. Wir haben schlimme Sachen über diese Kathedrale gehört. Und deine Mama könnte sich in Gefahr begeben haben, ohne es überhaupt zu wissen. Aber keine Sorge. Vielleicht kannst du gehen und ihr helfen? Wir werden uns zur Kathedrale begeben und wenn sie das Tuch, diese Decke, wie du gesagt hast, dabei hat, dann werden wir sie sicherlich ausfindig machen können. Ja, sie hat es mitgenommen. Junge, warte mal einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ich schließe den Schlitz wieder, wo ich durchkommuniziert habe und mit gesenkter Stimme zu den anderen. Meint ihr, der Junge hat noch irgendwas, was er uns sagen kann? Meine, bisher sahen seine Informationen nicht so sinnvoll. Er hat uns gesagt, ob wir die Kathedrale finden. Das ist das Wichtige. Frag ihn, was in der Kathedrale los ist. Na, das weiß er nicht. Das hat er schon erzählt. Denkst du, ich höre dem Kind zu? Naja, gut. Während ihr so diskutiert, hört ihr eine Glocke schlagen. Und... wie bekanntlich jedermann weiß, findet man Glocken meistens in Kathedralen. Schiffen. Was tut ihr? Es schlägt die 9. Stunde und das war der erste Schlag. Tempus fugit. Ich glaube nicht, dass wir hier noch mehr erfahren. Gehen wir. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Ja, wir machen uns gleich auf den Weg. Ich gehe nochmal zur Tür, öffne den Schlitz. Junge? Wir gehen wieder. Die Hunde sind tot, aber hör auf das, was deine Mutter dir gesagt hat. Öffne die Tür für niemanden. Das war die richtige Entscheidung, sie auch nicht für mich zu öffnen. Ich hätte dir zwar nichts getan, aber ich hätte ein böser Mann sein können. Ist gut. Ich habe leider kein Tuch mehr, das ich dir mitgeben kann, aber ich hoffe, dir passiert nichts. Am besten machst du auch das Licht in dem Raum dort drüben aus. Man kann es von draußen sehen. Und falls du eine kleine Kerze oder... wenn du eine Laterne hast, dann stell dich in einen Raum ohne Fenstern und dann weiß auch niemand, dass du zu Hause bist. Okay, ist gut. Ja, die Klappe geht wieder zu. Kurz darauf geht sie wieder aus und Sensor schaut mit den Augen wieder durch. Sag mal, Junge, sieht deine Mama eigentlich gut aus? Kommt jetzt! Meine Mama ist wunderschön. Das heißt nein. Ja, dann ist das Letzte, was man durch den Spalt noch sieht, das gelbe Grinsen von Sensus. Man ist so gelb, das leuchtet im Dunkeln. Jetzt kommt endlich mit. Das ist das ganze Radium, das er als früher, als er noch Maler war, auf die Uhren gepinselt hat.
Ja, also Magnus. Gut, wir ziehen ihnen also notfalls am Kragen weiter die Treppe hinauf. Wir haben ja jetzt endlich ein Ziel. Denn ja. Sus, ihr habt Baldrick gehört, Tempus Fungus. Wir müssen weiter. Der Junge war sehr praktisch gewesen. Wir haben jetzt ein Druckmittel gegen seine Mutter. Ja. Habt ihr nach ihrem Namen gefragt? Ach, scheiße. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Namen von Frauen interessieren mich normalerweise nicht so. Wenn sie involviert ist, können wir trotzdem nicht zögern. Nein. Aber vielleicht können wir sie erpressen. Dass sie uns reinschmuggelt oder so. Warten wir ab. Ansonsten fragen wir einfach jede Frau, die wir treffen, ob sie ein Kind namens Jonathan hat. Okay, wir gehen. Ich hatte einen Bruder namens Jonathan. Dementsprechend wäre meine Mutter wohl auch jemand, der mit Ja antworten würde. Oder hieß er Jonas? Ich glaube, ich hatte auch mal einen Bruder. Und eine Mutter. Oder? Vielleicht auch mich. Also, wir wissen ja auch, dass die Frau ein blaues Kuscheltier mit Flecken hat. So viele werden damit jetzt nicht rumrauben. Tuch. Oder? Tuch. Tuch, gut. So viele werden damit jetzt ja nicht rumlaufen. Vermutlich ja, nicht. Ich kenne jetzt die Mode nicht. Wir gehen schon weiter die Treppe hoch, ja? Ja, gut. Ja. Gut, ich würde Zensus einen Insight geben, weil er erfolgreich mit dem Jungen geredet hat und Dinge über die Kathedrale erfahren hat. Noch einmal für Insight, kurzes Verständnis. Wir haben vorhin alle einen Punkt bekommen und ja. Magnus und Baldrick einen zusätzlichen, ne? Mhm. Okay. Ja. Genau. Für zwei. In einem kann ich skillen. Gut, dann eilt ihr weiter die Stufen hinauf, bis ihr wieder auf einen diesmal noch kleineren Platz stoßt. Der Junge hat gesagt, dass ihr von oben die Kathedrale sehen könnt. Die Kathedrale seht ihr nicht, nur einen einzelnen Uhrturm, der an diesem Platz steht. Und der es möglicherweise war, den ihr schlagen habt hören. Von dort oben hätte man wahrscheinlich einen Überblick über mindestens die umliegenden Häuser. Scheint so, als müssten wir klettern. Könnte sich lohnen, sich einen Überblick zu verschaffen, ja. Ich habe meine Ausrüstung, einige Haken und dergleichen gefunden. Ich kann mich zwar nicht erinnern, die eingepackt zu haben, aber ich glaube, das wird uns nützlich sein. Ich habe Seil dabei. Wir sollten alle gehen, damit wir nicht getrennt sind. Ja. Sollte währenddessen etwas auftreten. Und dann machen wir uns alle dran hoch. Gibt es Gruppenproben? Moment, jetzt wartet doch mal. Vielleicht hat er einfach ein Tür. Und wir können den Turm betreten und nach oben laufen. Wir müssen doch nicht an der Fassade hinaufklettern. Es gibt in der Tat eine Tür mit einer Klinke, die ein bisschen verschnörkelt und grün vom Grünspan ist. Wir wissen alle, dass dieser Turm voller Monster ist. Ja. Wir können auch außen lang. Mir ist das egal. Ich bin ein ganz guter Kletterer. Aber ihr... Baldrick sieht etwas schwach auf der Brust aus. Macht euch darum keine Sorgen. Also zu der Frage von vorhin, es sind keine Gruppenproben vorgesehen von diesem System. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Ups. Gut, dann wie möchtet ihr hinaufkommen? Das müssen ja auch nicht alle auf dem gleichen Weg gehen. Mit unserem Climbing-Gear und ich würde mit Prowess hoch. Also es ist eine klassische, ja, physische Probe. Athletics. Magnus, bist du stark genug, um mich Huckepack zu nehmen? Nein. Gut, dann geht Magnus die Sache mit seiner Kletterausrüstung an. Genau. Tatsächlich werde ich ihm hinterher klettern, denke ich. Gut, einer nach dem anderen. Ich denke, es ist mit der Kletterausrüstung nicht verzweifelt, sondern es ist riskant, denn man kann sich immer noch den Hals brechen. Effekt ist Standard, weil ich wüsste jetzt nicht, was ein größerer... Ich möchte keine Folge von Kletternproben haben, um herauszufinden, wie lange ihr braucht. Also einfach Standard, du kommst oben an. Ja, alles klar. Ich möchte ein Setup machen und Magnus ein Seil mitgeben, womit ich mich dann festbinde, was er oben festbinden kann, damit, falls ich runterfalle, es nicht so riskant ist. Das ist nicht wirklich ein Setup, oder? Dachte ich.
okay. Also, du tust ja nichts. Also nicht selber nichts wirklich dafür. Ich gebe ihm alles ein. Und das macht ja auch, okay. Ja, aber das macht ja seine, an seiner Probe auch nichts. Ich weiß, was du versuchst, aber ich glaube, es wäre eher umgekehrt ein Assist von Magnus, wenn er oben ist, dass er euch quasi ein Seil drunter wirft. Okay. Ja, aber sinnvollerweise pushe ich mich natürlich erstmal. Weil ist, glaube ich, ganz sinnvoll, an dieser Stelle einen Stamina auszugeben, um mich zu pushen, dass ich dann gegebenenfalls von oben noch assisten kann, auch wenn ich dann kein Stamina mehr übrig habe. Aber ach das ja, ist nicht... wir gehen jetzt mit dieser Regel, dass nach Ende der Szene das Stamina zurückkommt, weil ich meine, Stamina ist Ausdauer. Also, ja. Ihr hattet Zeit zum Durchschnaufen und also ich nehme mal an, dass das zurückkommt. Ja, ich gehe davon aus, aber trotz alledem, ich habe halt nur 3 und wenn ich oben dann auf dem Uhrenturm sitze. Ja, ja, ist gut, ich wollte es nur nochmal sagen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, nicht, dass irgendjemand jetzt noch mit einem Stamina rumläuft und sich nicht traut, das auszugeben. Alles klar. Ich pushe mich, das heißt, ich werfe insgesamt 4 D6. Warum auch immer? Ja, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Also. Nein, bist du nicht, denn es ist kein. Denn ich habe als Status nicht Desperate gesetzt. Okay. Aber es könnte unerfreuliche Folgen haben, ja. Ja. Möchte ich nicht, deshalb Go Go Power Rangers. Da ist die 6. Und du hast sie tatsächlich gebraucht. Ja. Denn das andere waren alles 3er und 2er. Genau. Gut, während Magnus sich an den Aufstieg macht, der Glockenturm ist aus, naja, eher grobem Gestein, sodass auch wenn niemand ihm von oben ein Seil runterwirft, seine Hände irgendwie zwischen den einzelnen Blöcken Halt finden. Ja, die anderen stehen noch unten und schauen sich das mal so an und überlegen noch, wie sie selbst nach oben kommen wollen. Und euch könnte auffallen, dass auf dem Platz eine... es ist nicht eigentlich auf dem Platz. Und zwar, es ist die Schwelle von dieser kleinen Tür, die in den Turm führen würde und gegen die ihr euch entschieden habt. Dieser längliche Stein ist mit merkwürdigen Symbolen bedeckt. Kämpfe einen Moment lang gegen die Neugier. Baldrick nochmal in den Turm hochschauen, sehen, das dauert noch ein bisschen, wir wollen nicht alle da drauf hängen. Und sich ganz, ganz vorsichtig darüber stehlen, um einen einzig kleinen Blick zu riskieren. Das war ein komischer Ort, um zu malen. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, das ist generell ein komischer Ort. Da wundert mich gar nichts mehr. Was sieht man, wenn man näher herantritt? Oder was frisst mich, wenn ich näher herantrete? ich vermute, dass das eine Wit-Probe wäre. Eine Probe sogar? Oh je. Wie ist die Position? Ich denke, die ist kontrolliert. Denn es greift euch gerade nichts an oder so. Und der Effekt ist Standard. Dann würfeln wir einfach mal. Oh! Das ist eine Straße, das muss für was gut sein.